Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Ian. Corey Good, Intel Update Part 1, 16. August 2016. Unser Planet und das Sonnensystem gehen durch eine viel tiefgreifendere Veränderung, als die meisten Menschen sich überhaupt vorstellen können. Nicht nur sind Außerirdische sehr real, sondern sowohl positive als auch negative Gruppen sind weit mehr in unser Leben verwickelt, als die meisten von uns überhaupt begreifen. Obwohl viele Menschen nun die klassischen spirituellen Lehren verwerfen, die wir über die Jahrtausende erhalten haben, stellt sich heraus, dass nichts von größerer Bedeutung für uns ist, als sie zu studieren und zu praktizieren. Ich leistete 20 Jahre lang Dienst im Secret Space Program, das den meisten Menschen noch völlig unbekannt ist. Und doch treten immer mehr Insider nach vorne, so wie der Luftfahrtingenieur William Topkins, die unabhängig viele Aspekte meines Zeugnisses bestätigen. Topkins kann auf Cosmic Disclosure gesehen werden, eine wöchentliche Sendung auf Gaia.com, die mir geholfen hat, diese Botschaft einem großen Publikum mitzuteilen und die nun die Zuschauerzahlen von CNN übersteigt. Die Informationen der Außenwelt unterstützen auch im wachsenden Maß die Dinge, die ich gesehen und gehört habe. David Wilcock, der mich auf Cosmic Disclosure interviewt, veröffentlichte am 19. Juni eine ausführliche Übersicht über diesen Fall und seine belegbaren Beweise. Der letzte Update-Abschnitt dieses Artikels kam heraus nur wenige Minuten, bevor er für eine weitere Runde von Aufnahmen für Cosmic Disclosure nach Colorado flog und die zu lesen für jeden, der dieser Geschichte folgt, erforderlich ist. Full Disclosure in the Session, The War Has Gone Hot, Part 2. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die belegbaren Beweise beinhalten vielseitige, weit gestreute Berichte über sehr seltsame Meteorsichtungen. NASA versuchte zu behaupten, dass das Streifenmuster, das über dem Himmel über Phoenix am 2. Juni erschien, von einem Asteroiden erzeugt worden sei. Diese Art Ereignisse sind von großer Bedeutung für die Insiderwelt, denn es besteht die Angst, dass ein hyperfortschrittliches Raumschiff in einer bevölkerten städtischen Gegend abstürzt. Mein Intel, Hintergrundinfos, hatte angegeben, dass ein Krieg stattfindet zwischen positiven und negativen Außerirdischen und anderen erdbasierten Gruppen und dass Abschüsse immer häufiger würden. Dies würde zu einem sichtbaren Phänomen führen. Dieser Intel wurde fast unmittelbar durch die Ereignisse, die Davids Artikel hervorhebt, bestätigt. Die Schlüsselfiguren in unserer Geschichte beinhalten die Kabale, eine Gruppe, die viele die New World Order, Neue Weltordnung nennen, den meisten Menschen unbekannt. Wird die Kabale sehr effektiv bekämpft, durch eine Gruppe von Allianzen, sowohl auf der Erde als auch im Secret Space Program. Ihre finanzielle und politische Kontrolle über unseren Planeten wird systematisch umgestürzt. Die Erdallianzgruppen beinhalten einen beträchtlichen Prozentsatz der US-Verteidigung und Geheimdienstgemeinschaft, die für das Gute kämpfen. Dies beinhaltet eine breite Vielzahl von Computerhacks, die bereits versteckte Wahrheiten bloßgestellt haben. Wir hören auch, dass massive Datendumps in der Zukunft geschehen könnten, die die Öffentlichkeit der vollständigen Enthüllung aussetzen, einschließlich der Missetaten der Kabale und der Wahrheit über das Secret Space Program. Schließlich wurde die Kabale durch negative Außerirdische gegründet und betrieben, einschließlich einer reptiloiden Gruppe, die als Dracos bekannt sind. Die Menschen innerhalb der Kabale sind keine shapeshiftenden Reptiloiden, bedeutet sich äußerlich zu verändern, weil das biologische Leben diese Möglichkeit nicht bietet. Jedoch, bestimmte Kabale-Mitglieder haben telepathische Verbindungen zu diesen Wesen, die einige intuitive als reptiloide Überlagerung ihrer Gesichter wahrnehmen. Dies gilt für die vielen Fälle, über die David Icke in seinen früheren Büchern berichtet.
Die Draco sind eine Eroberungsrasse und Topkins neues Zeugnis offenbarte, dass sie die Nazis kontaktierten, nicht nur um Erfolgsversprechen die Erde zu unterwerfen, sondern um eine Armee zu bilden, die gleichfalls verwendet werden konnte, um andere Welten ebenfalls zu erobern. Die Nazis hatten die Mentalität und das industrielle Know-how, das die Dracos wollten, und sie begannen mit der Technologie, die die Dracos ihnen in den späten 30er Jahren gaben, den Weltraum zu kolonisieren. Die Vereinigten Staaten entwickelten ihr eigenes Raumfahrtprogramm, dank der eigenen Güter, die sie erworben hatten, waren aber weit weniger erfolgreich als der Grad, den die Deutschen erreicht hatten. Schließlich wurden die Vereinigten Staaten drangsaliert und erpresst, sich dem deutschen Raumfahrtprogramm anzuschließen, und ihre Hoffnung war, dass sie imstande sein würden, das Programm zu übernehmen und die Deutschen platt zu machen. Unglücklicherweise geschah das Gegenteil, zumindest für viele Jahre. Der Level an Technologie im Secret Space Program lässt alles winzig erscheinen, was wir auf der Erde haben, und beinhaltet Replikatorgeräte, Teleportation, Zeitreisen, Antigravitation, freie Energie und Heiltechnologien, die alle Arten Krankheiten beschweren und sogar das Altern obsolet machen. Diese Technologien können unsere Gesellschaft über Nacht in ein wahrhaftiges Star Trek-Zeitalter verwandeln. Diese Güter existieren bereits in unserem Himmel und uns sind sie einfach nicht erlaubt, sie zu sehen und zu verwenden, dank der Kabale und ihren Oberherren. Dennoch, eine stets wachsende Widerstandskolonne hat sich im Secret Space Program entwickelt, die wir die SSP Secret Space Program Allianz nennen. Obwohl meine formelle Arbeit im SSP 1987 endete, wurde ich neulich durch eine neue Gruppe machtvoller Außerirdischer kontaktiert. Und dies brachte mich dorthin zurück, auf ihre unmittelbare Forderung hin. Diese neue Gruppe wurde ursprünglich die Kugelwesen, Sphere Beings, genannt, denn sie kamen in einer beeindruckenden Reihe gigantischer Kugeln. Einige davon waren im Durchmesser so groß wie der Planet Neptun. Obwohl die erste Kugel in den 80er Jahren erschien, begannen sie erst in größerer Anzahl ab den späten 90ern zu erscheinen. Ein weiterer großer Zustrom erschien exakt um Enddatum des Maya-Kalenders 2012 herum. Die Kugeln weigerten sich, mit dem SSP und der SSP-Allianz in irgendeiner Weise zu kommunizieren, was große Besorgnis und Rätsel verursachte. Ich begann eng mit David Wilcock am Oktober 2014 zusammenzuarbeiten, nachdem unser ursprünglicher schriftlicher Kontakt 5 Jahre früher begonnen hatte. Obwohl David anfangs meinen Erfahrungen und Behauptungen skeptisch gegenüberstand, wurde ihm bald klar, dass ich viele Dutzend spezifische Infos, die er von anderen Insidern gehört hatte, bestätigte. Ich war auch erstaunt, wie viel er über das SSP wusste und noch nicht publik gemacht hatte. Diese Informationen wurden zurückgehalten, so dass er herausfinden konnte, wer wahrhaftig war und wer ein Betrüger. David schrieb sorgfältig alles, was ich sagte, in Echtzeit auf, während ich sprach, was gegen Ende Februar 2015 zu einem 150-seitigen, einzeiligen Dokument wurde. Wir beginnen nun den Prozess, dies in ein zu veröffentlichendes Buch zu ändern und werden es auch updaten, in dem Maße, wie es fortschreitet. David teilte auch den Inhalt dieser Dokumente mit den Schlüsselfiguren bei dem Gaia-TV-Netzwerk, das sein Vertrauen gewonnen hatte. David gab den anfänglichen Datenleak, den ich ihm gegeben hatte, zusammen mit Infos von anderen, auf seiner Conscious Life Expo-Rede im gleichen Februar. Das verursachte viel Aufsehen in der Insiderwelt und führte dazu, dass ich bedroht wurde, obwohl ich ihm nicht das meiste dieser Intels gegeben hatte, das er mitteilte. Man kann mich in der Zuhörerschaft sehen, auf dem Video, das David gerade nachbearbeitet und am 2. August 2016 veröffentlicht hat, als The Ascension Mysteries. Entgegen bestimmten Kommentaren, die online erschienen, war ich für jeden vollständig anonym, außer David, zur Zeit der Aufnahme. Kurz nachdem wir mit der Information an die Öffentlichkeit traten, kommunizierten die Kugelwesen schließlich mit der SSP-Allianz. Sie fragten nach mir, mit meinem Namen.
Ich wurde Anfang März 2015 dorthin gebracht und den Schlüsselfiguren in der Allianz vorgestellt, durch meinen Kontaktmann LT COL Gonzales, mit dem die Kugelwesen auch in Verbindung gewesen waren. Die Wesen, die dieses Meeting ermöglichten, hatten mich auch in der Vergangenheit kontaktiert. Sie waren menschenartig, aber besaßen ein vogelartiges Aussehen, einschließlich blauer und purpurner Federn, und wurden daher die blauen Avianer genannt. Die beiden Wesen, mit denen ich die meiste Interaktion hatte, nannten sich Raw Tier Air und Raw Rain Air. Das erste Wort Ra wurde fast so ausgesprochen wie das Wort Raw. R-A-W. Die blauen Avianer weigerten sich direkt mit der Allianz zu kommunizieren, aber kamen darin überein, mich als ihren Botschafter in dieser ersten Begegnung zu verwenden. Sie standen hinter mir, gemeinsam mit einer anderen Art Wesen, die wir einfach das goldene Dreieckskopfwesen nennen, und teilten Antworten auf die Fragen der Allianz mit, indem sie direkt in mein Bewusstsein sprachen. Ich übertrug die Antworten so sorgfältig wie möglich. Das war eine große Überraschung und war nur das erste von vielen Begegnungen, die folgten. Ich wurde ein Kommunikationsgefäß für die SSP-Allianz und ihre Bemühungen zur Heilung des Planeten, damit diese der Menschheit auf breiter Basis bekannt gemacht würde. Diese Bemühung wurde sehr unterstützt durch die Zusammenarbeit mit David und weit mehr noch, als Gaia entschied, eine ganze TV-Serie um diese Ereignisse herum zu erschaffen, die Cosmic Disclosure heißt. Im September 2015, nicht lange nachdem Cosmic Disclosure wöchentlich zu senden begann, wurde ich einer weiteren Allianz vorgestellt, dieses Mal einer Gruppe intelligenter Zivilisationen, die im Inneren der Erde leben. Diese ist keineswegs die hohle Erde. Es gibt honigwabenartige Taschen unterhalb der Erdoberfläche, die zu bewohnbaren Gebieten gemacht werden können, mit Hilfe ausreichend fortschrittlicher Technologie. Diese Gebiete sind bereits weitgehend bewohnt durch Zivilisationen, die bedeutend weiterentwickelt sind als unsere eigene. Obwohl ich bereits im SSP von innerirdischen Zivilisationen erfahren hatte, war das Ausmaß dessen, was ich erlebte, einfach überraschend. Die Gruppe, die sich als die Anschar bezeichneten, waren direkt an der spirituellen Entwicklung der Menschheit beteiligt. Sie sehen dem nordischen Menschentyp auf der Erde sehr ähnlich, obwohl ihr Haar weiß war und ihre Augen etwas größer. Ich wurde einer Hohepriesterin der Anschar vorgestellt, die sich selbst Kari nannte, und erfuhr das, was einfach nur als Geistesverschmelzung bezeichnet werden kann. Dieses Ereignis hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen, einschließlich der Tatsache, dass ich fast unmittelbar begann, eine viel gesündere Nahrungsdiät zu essen und habe seitdem genügend Gewicht verloren, so dass meine Erscheinung sich bemerkbar verändert hat. Die Hauptbotschaft der Anschar spiegelt die der blauen Avianer wider, nämlich, dass unser Planet und das Sonnensystem dabei sind, einer dramatischen energetischen Verschiebung unterworfen zu sein, was gleichbedeutend mit einer gewaltigen spirituellen Transformation für jeden verbunden ist. Je liebevoller, hilfsbereiter, freundlicher und mitfühlender wir sind, desto mehr werden wir von diesem Wandel Nutzen ziehen, da er letztendlich eine Art spirituelle Abschlussprüfung ist. Wir werden neue Vermögen erhalten, in vieler Hinsicht, wie die großen Meister, über die wir in spirituellen Texten lesen. Negativen Kräften wird erlaubt, uns Versuchungen und Gedankenformen anzubieten, wann und wo auch immer wir sie einladen. Dies ist Teil des kosmischen Gesetzes des freien Willens, der über das Universum herrscht. Diese negativen Wesen nähren sich letztendlich von unserer Angst, unserer Wut und Traurigkeit, die oft Lush genannt werden und buchstäblich als energetische Nahrungsquelle für sie dient. Viele der scheinbar unerklärlichen und selbstzerstörerischen Handlungen der Kabale
ergeben mehr Sinn, wenn man einmal verstanden hat, dass die Draecos Planeten wie den unseren für Angstabbau benutzen. Ein Planet mit einer kleineren Bevölkerung, die viel enger kontrolliert wird, produziert einen größeren Gesamtanteil von Lush für die Draecos, als wir es derzeit haben. Daher sehen wir ihre fortgesetzten Bemühungen, eine Entvölkerung durchzusetzen. Das Töten von Milliarden von Menschen sowie die neue Weltordnung. Viel von der kosmischen Schlacht wird in der Law of One, das Gesetz des Einen, Serie genau erklärt, die eine Gruppe von 106 Frage- und Antwortsitzungen zwischen einem PhD-Physiker und einer angeblichen außerirdischen Intelligenz ist, die sich selbst Ra nennt. Ich wurde auf diese Serie aufmerksam, als ich im SSP war, und mir wurde Propagandamaterial gegeben, das nahelegte, dass sie negativ sei. David Wilcock studiert und lehrt das Law of One Material seit fast 20 Jahren, als ich ihm begann, alles zu erzählen, was ich weiß. Die blauen Avianer baten mich, das Law of One Material zu lesen, kurz nachdem sie mich kontaktiert hatten. Als die SSP-Allianz die Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen, war eine der ersten Fragen, die sie stellten: Seid ihr die Ra von der Law of One Serie? Ihre einzige Antwort war zu entgegnen: Ich bin Ra. Genau wie die Quelle sich am Anfang jeder Antwort in den Law of One Dialogen selbst vorstellt. Als David Wilcock fragte, ob diese Gruppe die Ra aus der Law of One Serie sei, hörte er drei Wörter, sehr klar in seinem Bewusstsein: Geh nun nach draußen. Er ging vor seine Eingangstür und sah einen gewaltigen Regenbogen, was indirekte, aber zwingende Bestätigung gab, dass diese tatsächlich diejenigen waren, mit denen wir zu tun haben. David und ich besprachen dies in einem Restaurant, als wir Sendungen aufzeichneten, und als wir das Restaurant verließen, sahen wir beide einen Regenbogen. Das Gesetz des freien Willens gestaltet den negativen, zerstörerische und erschütternde Ereignis jedweden Ausmaßes zu erzeugen. Der Zoll für meine Familie und für mich war sehr groß. Die Wesen erklären, dass ich nur das erfahre, was ich genehmigt habe, und daher können diese Ereignisse vollständig vermieden werden, wenn ich durchgehend ihrer Botschaft folge und sie unterstütze. Das ist viel schwieriger, als es klingt, weil wir fortwährend durch Dinge herausgefordert werden, die uns zu negativen Emotionen einladen. Indem ich diese Arbeit tue, nehmen diese Herausforderungen dramatisch zu. David gab den jüngsten Intel, der zu dieser Zeit erhältlich war, in seinem Artikel vom 19. Juni heraus. Das beinhaltete die traurige Geschichte des LT Cole Gonzales, mein Hauptkontakt mit der SSP-Allianz, sich von mir abgewandt hatte. Dies geschah, nachdem eine Lower-Level-SSP-Gruppe mich gefangen genommen hatte und fortschrittliche Technologien verwendet hatte, um drei Allianzmitglieder zu outen. Sie zeigten mir eine Folge von Bildern auf etwas Ähnlichem wie einem iPad, und meine unterbewusste Wiedererkennung von Leuten, die ich zuvor gesehen hatte, wurde von diesem Gerät aufgezeichnet. Dies stellte Gonzales bloß und zwang ihn abzutauchen. Ich ging dann durch eine extrem dunkle Phase, während derer ich wiederholt entführt und verhört wurde, in einer Art Folter, durch einen Spezialisten in der SSP-Allianz, dessen Job es war, leistungsschwache Mitglieder flott zu machen. Ich war ausgebrannt und tat nicht im Mindesten so viel, wie die Allianz von mir erhofft oder erwartet hatte, und sie hatten die gleichen negativen Gefühle David gegenüber. Der menschliche Zoll dieser täglichen Arbeit war extrem schwerwiegend, und es scheint, geistige Einflüsse der Ablenkung, der Frustration, der Verschiebungen und andere Unterbrechungen unserer Fähigkeiten zu geben, diese Botschaft zu teilen und voranzubringen. Der SSP-Spezialist, der auf mich angesetzt war und der sich selbst der Streithahn nannte, scherte sich nicht um meine Entschuldigungen. Sie sehen sehr starke Veränderungen auf der Erde geschehen, die zu einer vollen Enthüllung in der nahen Zukunft führen könnten. Dies geschieht nicht wie durch Magie. Wir müssen darum kämpfen
und die negativen Kräfte drohen dadurch alles zu verlieren, wenn dieses Streben erfolgreich ist. Der Streiter bot mir einen Job an, wie González ihn gemacht hatte. Ich würde bezahlt werden und hätte Zugang zu viel höheren Ebenen, aber ich hätte meine Handlungen völlig geheim zu halten. Nachdem ich entschieden hatte, dass ich den Job nicht annehmen würde, wurde ich von jeglicher Interaktion mit diesem Mann verschont. Wäre ich dort noch einmal hingekommen, wäre ich sehr wahrscheinlich noch schlimmer gefoltert worden als zuvor. Davids Artikel kam heraus, unmittelbar bevor wir wieder Sendungen in Boulder, Colorado aufzeichneten und waren die jüngsten Besprechungen eingehender Art, die mir gegeben worden waren. Wir nahmen Folgen auf, die diese Updates beschrieben, die inzwischen auf Cosmic Disclosure gesendet wurden. Was man jetzt hier liest, ist ein schriftlicher Bericht dessen, was mir seit diesen Ereignissen in diesem Programm passiert ist. Nicht lange, nachdem ich von Boulder nach Hause gekommen war, wurde ich von Curry kontaktiert über die ätherische Konferenz-Anrufmethode. Sie berichtete über eine Reihe jüngerer Treffen, an denen sie teilgenommen hatte, einschließlich einer mit ein paar SSP-Allianzvertretern. In diesen Besprechungen erfuhr sie, dass unser neulicher Kennenlernflug in die Eishöhlen der Antarktis die Individuum sehr verstört hatte, die für die Sicherheit dieser Installation verantwortlich sind. Sie war sehr geschockt, dass ihre fortgeschrittene Technologie die Anwesenheit des Anschar-Busraumschiffes nicht bemerkt hatte. Das hatte nicht nur eine physiologische Auswirkung auf jene, die in diesen Betrieben arbeiten, aber es wurde mir mitgeteilt, dass bestimmte Gebiete unter dem Eis publik gemacht würden. Diese uralten Stätten, die sehr bedeutsam auf mehreren Ebenen sind. Ich fand später heraus, dass die Überbleibsel einer uralten Zivilisation ausgegraben werden. Sie katalogisierten Artefakte, Technologie und haben einige interessante Hinterlassenschaften der Bewohner gefunden. Die Berichte, die diese Geheimdienstinformationen einer besonderen Gruppe in der Allianz bereitstellen, kamen zu spät, um als verwendbaren Intel gebraucht werden zu können. In dem Moment, wo das Briefing ursprünglich übergeben wurde, war eine Fraktion der Allianz bereits positioniert und führte eine Operation in der Antarktisgegend aus. Carrie wurde von den Vertretern der SSP-Allianz gewarnt, dass der Streitern nicht nur ein Interesse bekundet hatte, mich zurückzubekommen, er hatte auch schon seine Fühler zu ein paar Kontakten ausgestreckt, um zu sehen, welche Art von Zugang sie ihm zu mir bereitstellen könnten. Ich verstand nicht, warum dies etwas so Persönliches für den Streitern war. Es wurde mir mitgeteilt, dass dieses Individuum in einem sehr angetriggerten Zustand sei und sorgfältig überwacht wurde. Ich fragte, ob es irgendeine Nachricht bezüglich González geben würde. Ich erfuhr, dass er von der antiken Maya-Abspaltungsgruppe betreut würde. Der ätherische Konferenzanruf wurde dann kurze Zeit später beendet, nachdem Carrie und ich uns über ein paar persönliche Dinge unterhalten hatten. Während der folgenden Wochen wurde ich für kurze Austausche von Carrie kontaktiert, wobei sehr wenige Informationen von ihren Meetings mit der SSP-Allianz zu mir durchdrang. Ich fühlte mich sehr abgeschnitten und nicht wirklich von irgendeinem Nutzen. Ich fragte Carrie, weshalb sie noch mit mir kommunizierte, wo ich doch in jüngster Zeit so wenig anzubieten habe. Sie lächelte mich an und stellte fest, dass ich noch eine Rolle in künftigen Ereignissen zu spielen habe. Sie teilte mit, dass nach unserer Geistesverschmelzung wir in einer Weise verbunden worden seien, dass sie für den Rest meines Lebens nach mir schauen ließ. Ich erinnerte mich an eine Unterhaltung mit Raw Tear Air, in der mir gesagt wurde, dass in dem Maße, wie die kosmischen Energien anstiegen, die Kugeln aus unserem Sonnensystem sich auszublenden begannen. Zu diesem Zeitpunkt gäbe es zwei weitere Rassen, die hereinkämen und mit der Menschheit enger zusammenarbeiten würden, um den Übergang zu bewirken. Carrie nahm auf, über was ich nachdachte und warf ein, du und ich werden in Kontakt sein, noch lange nachdem die Wächter aus dem Blickfeld verschwinden. Am 10. Juli um 3:40 Uhr
Morgens wurde ich durch das vertraute blaue Licht geweckt, das durch meine Augenlider schien. Ich öffnete meine Augen und sah einen blauen Orb im Raum, der diesen typischen Zickzack-Tanz an der Decke entlang machte, während er auf meine Reaktion wartete. Ich stand auf, zog die Sachen an, die ich vorfand, und gab an, dass ich für den Transport bereit sei. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Treffen stattfinden würde, und der Bestimmungsort war an diesem Punkt unklar. Als ich ankam, konnte ich die Silhouette von Raw Tier Air sehen und einer viel kleineren Gestalt, die links von ihm stand. Sie schienen in einem gewissen Abstand zu stehen. Meine Aufmerksamkeit wurde plötzlich nach draußen gerichtet, zu der riesigen energetischen Kugel, in der wir uns befanden. Ich bemerkte andere Kugeln unterschiedlicher Größe, sich von der Sonne wegbewegend. Diese Kugeln schienen heller, als ich es zuvor gesehen hatte, von der Perspektive der Kugel aus, in der wir waren. Sie schienen zu schimmern und wurden dann zunehmend durchscheinender. Sie bewegten sich in Richtung des Orbits von Venus und Erde in einer langsamen, gleichmäßigen Weise. Ich schaute rüber zu unserer Sonne. Die Wand der Kugel, in der ich war, verhielt sich wie eine Art Filter, die Weise, wie wir die Sonne sehen, veränderte. Ich nahm etwas wahr, wie das Knistern von Elektrizität, die von der Korona ausstrahlte. Meine Aufmerksamkeit wurde zurückgezogen in die Kugel, wo Raw Tier Air und ein anderes Individuum nun in 3 Meter Abstand von mir standen. Ich grüßte Tier Air und blickte zu der Person neben ihm rüber. Sie schauten zu mir rüber, mit den mitfühlendsten Augen, die ich je gesehen hatte. Eine neue Person war ca. 1,60 groß und trug ein glänzendes grünes Gewand und hellbraune Sandalen. Sein Gesicht schien eine Mischung aus ethnischen Gesichtszügen, die afrikanische Merkmale beinhaltete. Seine Augen waren braun, die gleiche Größe wie unsere, und sein Haar hatte diese Salz- und Pfeffererscheinung mit mehr schwarzem als weißem Haar. Sein Gesicht sah aus wie das eines älteren Individuums seiner Rasse, wegen der sichtbaren Falten. Seine Haut war von der Farbe wie die derjenigen, die derzeit in Nordafrika leben, außer dass sie eine leicht orange Färbung darin hatte. Sein Kopf war von einem etwas anderem Aussehen als unsere, runder, aber insgesamt sah er sehr menschlich aus. Ich dachte bei mir, ich frage mich, ob es sich so angefühlt hat, als die Ureinwohner Amerikas und die Spanier sich das erste Mal sahen. Ich bemerkte, wie lange wir in Stille standen, bevor er schließlich zu sprechen begann. Ich bin sicher, dass mir der Mund offen stand, als er mich in perfektem Englisch ansprach. Ich konnte keinerlei Akzent feststellen. Er sprach mich mit dem Namen an, mit dem mich die blauen Avianer ansprachen, und stellte sich als Mika vor. Er behauptete, dass sich sein Planet in unserem lokalen Sternenhaufen befinde und sein Volk unsere Sternencousins sind, die 94% des gleichen Erbguts mit uns teilen. Er behauptete, ein Botschafter dieses Planetensystems für die Erde zu sein. Mika sagte, sein Volk habe sich in unsere Kultur und Kunst verliebt, aber sei immer verstört gewesen über unsere Fähigkeit zur Gewalttätigkeit. Er stellte ferne fest, dass sein Volk auf der Erde in der Vergangenheit als Flüchtlinge verweilt hatten, während der Schlacht seiner eigenen Völker um Freiheit. Er behauptete, es sei erst einige wenige Generationen her, dass sein Volk die tyrannischen Wesen überwunden habe, die sie versklavt hatten. Ich fragte Mika, weshalb er mit mir auf Englisch sprach und nicht nonverbal kommunizierte. Er behauptete, dass er perfekt nonverbal kommunizieren könne, aber lieber in meiner Muttersprache mit mir sprechen wolle. Er sagte, dass sein Volk von Beginn an unsere Radio-, Fernsehen- und Internetdaten durchforstet habe, um mehr über unser derzeitiges Gesellschaftsverhalten zu erfahren und auf welchem Bewusstseinsniveau wir uns befänden. Viele seiner Leute schauen nun aus Neugier verschiedene Unterhaltungssendungen und Nachrichtendienste. Er behauptete, dass viele seiner Leute sehr begeistert seien
über die Aussicht, in der Lage zu sein, künftig zur Erde zu kommen und uns zu unterstützen. Nachdem wir volle Souveränität von dem gleichen Wesen erlangt hätten, die auch sie versklavt hatten. Mika behauptete ferner, dass er eng mit Rautier zusammengearbeitet habe, während der Kämpfe seines eigenen Volkes, und dass sie jüngst durch Prozesse hindurchgegangen sind, die sehr ähnlich dem sind, das wir gerade durchmachen. Er behauptete, dass sein Volk nicht so viele Herausforderungen hatte, wie sie auf der Erde vorgefunden werden, aber dass es zahlreiche Ähnlichkeiten gäbe. Er sagte, dass wenn wir einwilligen würden, würde ihr Input sehr wertvoll in einer nicht zu fernen Zukunft sein. Wir sprachen ein wenig mehr darüber, was sein Volk gerne an der Seite unserer Menschheit tun würde in der Zukunft. Dann beendete er die Unterhaltung abrupt und sagte lebewohl. Ich war kurz verblüfft, wie schnell die Konversation endete, und erwartete Rautier dann zu kommunizieren. Da sah ich den blauen Orb von hinter ihnen kommen und direkt zu einem Punkt vor meiner Brust schwirren, bevor er mich rasch zurück in mein Schlafzimmer brachte. Ich habe das Gefühl, den Botschafter Mika nicht das letzte Mal gesehen zu haben. Ich versuchte dann mit meinem normalen Tagesplan fortzufahren. Ich war nicht in der Lage, mit David zu sprechen, seit wir das letzte Mal in Boulder bei der Cosmic Disclosure Sendung im letzten Juni waren. Ich hatte noch ganz schön viel, was mir durch den Kopf ging. Wir planten einen Familienurlaub nach Long Beach, der, wie ich hoffte, uns Gelegenheit geben würde, die jüngsten Ereignisse zu besprechen. David war in einem großen physischen, emotionalen Hausputz gefangen, mit letztlich positiven Ergebnissen, und unsere Kalender kamen nicht zusammen. 6 Tage nach der Begegnung mit Mika am 16. Juli erschien ein weiterer blauer Orb in meinem Zimmer. Ich wiederholte den Prozess und fand mich selbst wiederum in einer riesigen Kugel, in der Silhouette von Rautier erstehen und eine kleine Gestalt in etwas Abstand davon. Wiederum schaute ich auf eine überwältigende kosmische Szene und erblickte eine Sicht, die ähnlich war wie die beim letzten Mal. Wieder schaute ich nach unten und sah Raw Mare Air, Raw Rain Air und das Dreieckskopfwesen im Abstand stehen. Ich grüßte Tier Air und konzentrierte mich auf seinen Begleiter. Es dauerte einen Moment, bevor ich erkannte, dass die Person, die vor mir stand, Gonzales war. Ich war erschrocken und zugegebenermaßen ein bisschen nervös, ihn zu sehen. Die letzten paar Male, die wir einander begegnet waren, waren alles andere als herzlich. Ich war im Grunde dem Streithahn übergeben worden. Das letzte, was ich von Gonzales gehört hatte, war, dass er von der Maya-Gruppe emotionale Heilung erhielt. Als ich ihm ins Gesicht schaute, um seinen Zustand zu beurteilen, bemerkte ich, dass er weder seinen typischen finsteren Blick hatte, noch unentwegt die Sehnen in seiner Kiefermuskulatur anspannte. Sein Gesicht war völlig entspannt, ohne Ausdruck, als er mich von oben bis unten betrachtete. Er bekam dann ein breites Lächeln aufs Gesicht und fragte mich, wie es mir ergangen sei. Nach einer kurzen Begrüßung erklärte er, dass aus seiner Sicht und Zeitwahrnehmung er fast 6 Monate weg gewesen sei. Er sagte, dass die Technologie der Maya-Abspaltungszivilisation einfach magisch sei. Ich dachte daran, wie glückselig er handelte und die bemerkenswerte Veränderung in seiner Gesamtenergie. Er behauptete, dass er sich nun selbst kennen würde und er eine wirkliche Aufgabe im Leben gefunden habe. Er sagte, er habe versucht gehabt, eine Aufgabe im Militär zu finden, indem er sich der Mission gewidmet habe und alles dafür Nötige getan habe, um sie zu erfüllen. Er hat sich selbst davon überzeugt gehabt, dass er für das größere Gute arbeitete und sei nun endlich eine Dienst am anderen Art von Person geworden. Er war in eine niedrige schwingende Falle von Egoismus gefallen und war von sich selbst vereinnahmt. Er und ich hatten besprochen, wie Tier Air und Carrie mich gefragt hatten, jeder für sich, ob ich wissen wollte, wer du warst, wer du bist und wer du sein wirst. Ich hatte bei beiden Gelegenheiten Nein geantwortet, als ob etwas tief in mir sagen würde, dass ich diese Information vermeiden sollte. Carrie sagte mir sogar, dass die Antworten die Natur meiner persönlichen Beziehung verändern würden. Ich dachte an meine Familie und fühlte mich mit dieser Entscheidung unwohl.
Als dies in meiner ersten Begegnung mit Carrie geschah, antwortete sie: Dickköpfigkeit scheint dir durch alle Inkarnationen zu folgen. Gonzales sagte, dass dieser große Durchbruch in seiner Heilung geschah, als er mit Ja auf die gleiche Frage antwortete, als die Maya-Gruppe ihm dieses Angebot gemacht habe. Er brauchte ein bisschen Zeit zum Überlegen und ermutigte mich, dasselbe zu tun, wenn sich diese Situation noch einmal ergeben würde. Gonzales bekam dann ein ernstes Gesicht und entschuldigte sich für sein neuliches Verhalten. Er wollte, dass ich laut aussprechen sollte, dass ich ihm vergeben habe, was ich selbstverständlich tat. Er schien sehr erleichtert darüber, dass ich keine Ressentiments gegen ihn hege. Er informierte mich, dass er sich mit ein paar Leuten aus der SSP-Allianz getroffen habe. Er konnte nicht wieder in die alte Position nach seinem Verschwinden zurückkehren, war aber imstande, in Kontakt mit anderen Angehörigen zu bleiben. Er wird bei der Maya-Gruppe bleiben und eine Art Bindeglied zwischen ihnen und anderen Gruppen, die darauf warten, die Menschheit zu unterstützen. Gonzales sagte, er habe nicht viel Intel für mich, aber würde auf frühere Infos zurückkommen, die er mitgeteilt bekommen habe, und einen Olivenzweig von der SSP-Allianz anbieten. Ich war wochenlang in einem Mangel an frischen Informationen und war glücklich zu hören, was er zu sagen hatte. Er fuhr fort, über all die Aktivitäten zu sprechen, die sich in der südlichen Hemisphäre abspielt und über die David Wilcock, Dr. Salah und ich berichtet haben. Er ging in einige Details über die Ereignisse, auf die sich die Kabale-Fraktion vorbereiten. Jede Fraktion hat eine etwas andere Sicht darüber, was sie auf diesem Planeten zu geschehen erwarten. Jeder erwartet, dass die Sonne auf einmal eine große Menge Energie nach allen Richtungen ausstrahlt. Wilcock untersucht sorgfältig den Intel, wissenschaftliche und spirituelle Aspekte davon in dem Buch The Ascension Mysteries, welches ab 30. August erscheint. Ich habe eine Vorabkopie davon gelesen und empfinde, dass sie einen immens nützlichen Beitrag bei der Gesamtbesprechung bildet. Gonzales sagte, niemand weiß, was geschehen wird, wenn das erwartete Sonnenereignis stattfindet. Er sagte, dass viele innerhalb der Elite glauben, dass unser Stern dabei ist, eine Art Reset zu bewirken. Nach Gonzales ist dies auf einer halbregulären Basis äonenlang geschehen, nicht nur bei unserem Stern, sondern innerhalb des gesamten lokalen Sternenhaufens. Die Perspektive des Law of One ist, dass dies ein natürliches Ereignis sei, das die Evolution und den Aufstieg im gesamten Universum voranbringt, in natürlich sich wiederholenden Zeitzyklen. Die am meisten wissenschaftlichen und pragmatischen dieser geheimen Syndikate glauben, dass die gesamte Oberfläche der Sonnenkorona vor einem Massenauswurf steht. Sie glauben, die Sonne wird dann fast vollständig dunkel für eine Reihe von Tagen werden, bevor sie wieder in einem neuen Zustand des Gleichgewichts wiedererwacht. Dieses Syndikat Eggheads Schlaumeier glauben, dass die fortschreitende energetische Schockwelle und die Wirkung dieses Mega-Massenauswurfs alle Kommunikation, Elektronik und Elektrizitätsquellen auf der Erde ausschalten wird. Dies würde eine negative Auswirkung auf unsere gegenwärtige Infrastruktur haben, würde aber effektiv alle Spuren der KI, künstlichen Intelligenzbedrohung, aus unserem Sonnensystem entfernen. Es würde auch eine perfekte Gelegenheit bieten, auf dem gesamten Planeten auf einmal Technologien freizugeben und zu verbreiten. Einige dieser Syndikate glauben des Weiteren, dass dies einen Umsprung der Polarität im Erdmagnetfeld auslösen würde, der eine dramatische Auswirkung auf jedes lebende Wesen auf dem Planeten haben werde. Das Nervensystem und die Magnetfelder unserer Körper würden ebenso beeinflusst wie unser Bewusstsein. Es gibt eine Abweichung zwischen diesen verschiedenen Syndikatüberzeugungen darüber, wie kraftvoll der Effekt dieses solaren Niesens auf die Atmosphäre und die Oberfläche sein wird. Einige glauben, dass es ein kleineres Ereignis sei, von dem man sich in wenigen Jahrzehnten erholen würde, während andere dramatische Zunahmen an Vulkanausbrüchen und weitläufige Erdbeben auf der ganzen Welt erwarten. Diese besondere Syndikatsgruppe glaubt, dass es einen planetaren Winter auslöse, der den Zusammenbruch der vergangenen fortgeschrittenen Zivilisation wiederholen würde, der kurz vor der letzten Eiszeit stattfand. In beiden Fällen erwarten diese geheimen Erdsyndikate, wieder hervorzukommen
wenn sich der Staub gelegt hat, um wieder die Kontrolle über die Überlebenden zu übernehmen. Sie glauben, dass nachdem sie Ordnung aus dem Chaos bringen, sie die Götter sein werden, die über einen utopischen, neue Weltordnungsplaneten verfügen. Gonzales sah einen besorgten Blick auf meinem Gesicht und sagte, dieses Ereignis ist doch nicht unmittelbar bevorstehend und dies ist nur, was einige dieser Syndikate erwarten. Er sagte, die Esoterischen dieser Syndikate glauben, wie viele in unserer Gemeinschaft, dass dies eine spirituelle Ernte sein werde. Dies ist die Perspektive des Law of One, über die David Wilcock seit über 20 Jahren berichtet und wissenschaftlich untersucht. Sie glauben, sie können entkommen oder sich davor tief unter die Erde und unterhalb von Eiskappen wie in der Antarktika verstecken. An diesem Punkt bemerkte ich, wie wir nun näher an den anderen blauen Avianern und dem Dreieckskopfwesen standen. Gonzales blickte Tyr ein paar Mal an und sagte dann, er müsse unsere Konversation unterbrechen. Ein blauer Orb kam. Gonzales schaute mich an und sagte, ich denke, Tyr will dir die Ohren langziehen, bis ich zurück bin. Er wandte sich dem blauen Orb zu und wurde hinweggenommen. Ich schaute auf zu Tyr und betrachtete dann die anderen. Ich war schließlich imstande, das Law of One, Buch 1, zu lesen. Seitdem begann ich das Buch ernsthaft zu lesen. Tyr begann mit mir in der gleichen Formulierung und im gleichen Satzbau zu kommunizieren. Ich war nun in der Lage, mehr zu fragen und verstand mehr von dem, was mir mitgeteilt wurde. Ich fragte mich, welche Information ich in dieser letzten Kommunikation erhalten würde. Ende Teil 1.